Ohne Digitalkompetenz keine exzellente Lehre, aber natürlich auch keine exzellente Spitzenforschung. Mit diesem MOOC wollen wir das schaffen, dass Pädagoginnen und Pädagogen gut gerüstet, selbstbewusst in die Klasse gehen können, um diese digitalen Kompetenzen auch anzuwenden. Und da ist mir auch noch ganz besonders wichtig, dass diese digitalen Möglichkeiten uns neue Welten in der Individualisierung eröffnen. Ja, ich denke, digitale Kompetenzen sind heute gang und gäbe. Also das ist keine Frage mehr, ob man das als wichtig empfindet oder nicht, das ist einfach Fakt. Bei unseren Absolventen sprechen wir davon, dass sie auch mit den modernen Hilfsmitteln der Technik vertraut sein sollen. Digitale Medien und Medienkompetenz sind der Motor der Gesellschaft. Sie treiben die Entwicklung voran. Unerlässlich für das Bildungsgeschehen, und Bildung ohne digitale Kompetenzen ist heute fast nicht möglich. Digitale Kompetenzen in der Schule sind wichtig für die Vermittlung eben dieser Kompetenzen durch den Einsatz der neuen Technologien. Digitale Medien sind Teil unserer Lebenswelt. Und ohne die entsprechenden digitalen Kompetenzen unterwegs zu sein, heißt im Blindflug sich durch diese Welt zu begeben. Das heißt, Schule hat die große Aufgabe, auf diese Lebenswelt vorzubereiten.